Robert, wir haben wieder ein neues Gerät in der Biturbo Brushless Technologie, das du uns heute vorstellen willst. Erklär doch mal, was gibt es alles an diesem Gerät Neues zu entdecken? Ja, hi Dieter. Ich habe heute dabei die brandneue GKS 18 Volt 68GC. Hierzu möchte ich euch ein bisschen was über die Vorteile erzählen und die Eigenschaften und später noch auf das Sortiment und auf die Zubehöre eingehen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Biturbo Brushless Technologie, was bedeutet das jetzt für unsere Handkreissäge? Ja Dieter, wir haben hier einen 18 Volt Hochleistungsmotor verbaut, der abgestimmt ist auf unsere neuen ProCore 18 Volt Batterien. Okay, ich habe jetzt drei von diesen Batterien hier vor mir liegen, einmal mit 4 Amperestunden, 8 Amperestunden und 12 Amperestunden. Welchen von diesen dreien würdest du denn dann empfehlen? Optimiert ist die Säge auf den 8.0 und auf den 12.0 Pack, aber du kannst natürlich auch den 4.0 Pack und alle 18 Volt Batterien im Bosch Segment seit 2008 verwenden. Also ist rückwärts kompatibel? 100%. So, wenn ich das jetzt mit einer netzgetriebenen Maschine vergleiche, in welche Wattklasse komme ich da? Wir können uns vergleichen so ungefähr mit 1800 Watt. Das ist enorm. So ein bisschen misstrauisch bin ich da noch. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Lass uns das tun. An dieser Stelle gebe ich zu, meine hat es geschafft, aber deine war schneller. Gefühlt 13%. 14%, um genau zu sein. Und wir haben hier eine bessere Staubabsaugung. So, jetzt gibt es an dieser Säge noch ein paar Sachen, die sind mir nicht vertraut. Kannst du mir die mal erklären? Klar, Dieter. Wir haben hier eine super innovative und intuitive Tiefeneinstellung. Und hier kannst du nur mit einer Hand und mit einem Finger die Tiefe einstellen. Das probiere ich jetzt mal aus. Ja, wunderbar. Es ist also auch stufenlos, ja? Und genau. Passt in jeder Position. Jetzt ist mir dieser Griff völlig neu. Der Griff ist besonders ergonomisch geformt, was bedeutet, du kannst die Säge sogar in einer geneigten Position super einfach führen und bekommst immer den nötigen Druck auf das Werkstück. Das probieren wir jetzt mal aus. Ja, wunderbar. Neigung vorne und hinten festgesetzt und ja, du hast recht, es passt. Genau. So Robert, jetzt gibt es an dieser Handkreissäge etwas, das kenne ich noch gar nicht. Kannst du mir das mal erklären? Genau, Dieter, das ist unser User Interface. Also ein Bedienelement für den Benutzer. Genau, du kannst zum einen Einstellungen tätigen an der Säge selber, aber die Säge gibt dir wiederum auch Informationen zurück über den aktuellen Toolstatus. Jetzt leuchtet hier so ein schöner grüner Rahmen. Was bedeutet das? Der äußere Leuchtring, der ist in einer Ampellogik aufgebaut, bedeutet grün alles okay, orange kritischer Zustand, rot das Werkzeug sollte abgeschaltet werden. Okay, dazu gleich die Symbole, also ein Batterieladezustand und ein Temperatursymbol. Batterieladezustand ist klar, die einzelnen LEDs zeigen den Zustand. Die Temperaturanzeige sagt mir bei orange kritischer Zustand und rot wieder überlastet. Gut, jetzt leuchtet hier noch eine weiße 6. Was bedeutet das? Die 6 sagt mir, dass ich gerade in der Schnittgeschwindigkeit Stufe 6 bin. Die einzelnen Stufen von 1 bis 6 kann ich einstellen über diesen Knopf und auch noch individuell im Smartphone anpassen. Also das ist verbunden über Connectivity mit deinem Smartphone. Genau. So, jetzt gibt es hier noch Echo-Anzeige. Genau, das ist unser Echo-Mode. Mit dem Echo-Mode kann ich bei leichten Anwendungen, wie beispielsweise Schneiden von Plattenmaterial, bis zu 30% mehr Laufzeit rausbekommen. Natürlich kann man die Säge auch mit einer unserer Führungsschienen verwenden. Und wenn die nicht vorhanden ist, mit einem 40er Rahmenholz. Und das werden wir euch jetzt mal zeigen. Zu dieser akkubetriebenen Handkreissäge gibt es eine Menge Zubehör. Was hast du, Robert, mir mitgebracht? Ja, Dieter, wir bringen insgesamt zwei Ausführungen in den Markt. Einmal eine Solo-Version in der L-Box mit einem Parallelanschlag und dem Standard-VW-Sägeblatt. Zudem kommt eine Full-Kit-Version mit 2x8.0 Batterien und so einem superschnellen neuen Ladegerät. Ebenfalls ein Parallelanschlag und dem etwas hochwertigeren Expert-VW-Sägeblatt. Okay, nun sehe ich noch einen Staubsack, der gehört natürlich zum Sonderzubehör, genau wie unsere Führungsschiene FSN. So, wenn es euch gefallen hat, dann klickt unsere Links an oder abonniert unseren Kanal.